Ende der 70er Jahre stellt VW den Caddy vor. Ursprünglich als Transporter gedacht, entwickelt sich der Lastesel weiter zum Lifestyle-Van. 2013 erscheint der Cross-Caddy im Offroad-Look. Sein Nachfolger in der vierten Generation heißt Alltrack. Alltrack kann man ja übersetzen mit für jedes Gelände geeignet. Und hier auf der Landstraße, da stimmt das auf jeden Fall schon mal. Er ist erstaunlich komfortabel. Unebenheiten spürt man eigentlich gar nicht. Man merkt auch gar nichts von der Starrachse hinten, die mit Blattfedern gefedert ist. Das fühlt sich wirklich erwachsen an und ja, wie ein richtiger Pkw. Nutzfahrzeugcharakter ist da nicht mehr zu spüren. Alltrack-Merkmale, lackierte Stoßstangen sowie Spiegel und Dachreling in Silber. Unterfahrschutz und schwarze Kotflügelbeplankung versprechen Geländetauglichkeit. Auch hier im Innenraum ist das wirklich schick. Wir haben Dekoreinlagen in Carbonoptik, es gibt Lederelemente, es gibt Klavierlack, wir haben ein Touchscreen-Navigationssystem, es gibt Sitzheizung und wir haben viel Platz. Das ist natürlich Caddy-typisch die große Stärke. Nach oben hin, ich könnte hier Luftsprünge machen, wenn ich denn vom Sitz aufspringen würde. Serie im Fond, die umklapp- und herausnehmbare Rückbank. Das maximale Ladevolumen 3030 Liter. Zudem finden bis zu 2,55 Meter lange Gegenstände Platz. Das Cockpit ordentlich und zweckmäßig. Der Caddy möchte seine Wurzeln verbergen. Man merkt ihm seinen Nutzfahrzeugcharakter aber bei einer Sache an. Das ist die Geräuschkulisse. Es ist ein bisschen lauter hier im Caddy. Es sind ein paar Windgeräusche zu hören und der Motor dringt in den Innenraum durch. Der Diesel ist auch sehr brummig. Vor allem, wenn man beschleunigt, dann hört man, dass da eben nicht so viel Dämmmaterial verbaut wurde. Das ist im normalen Alltagsgebrauch aber wirklich nicht schlimm. Der 150 PS Top-Diesel schaltet per Doppelkupplung und ist optional mit Allradantrieb erhältlich. Auf einer Teststrecke nahe Wien ist es Zeit für die Bewährungsprobe auf schwierigerem Geläuf. Man fühlt sich zumindest ein kleines bisschen höher gesetzt und hier im kräftigen Schotter, es wackelt. Aber das Auto setzt nicht auf und alle vier Räder schieben es nach oben. Super. Jetzt fahren wir mal runter. Ich sehe gar nicht, wo es hingeht. Langsam. Da ist der Berg. Ja. Die Bremse lasse ich gedrückt. Es gibt keine Bergabfahrhilfe. Aber langsam und gemütlich rollt er hier runter. VW startet den Caddy Alltrack ab Berg mit Berganfahrhilfe, Auffahrwarner und City-Notbremsfunktion aus. Der Unterfahrschutz kostet extra. Vor mir sehe ich eine Schlucht und da will ich mit dem Caddy durch. Das probiere ich mal aus. Dafür gehe ich in den ersten Gang und roll langsam hier rein. Fühlt sich ganz schön abenteuerlich an, so in der Steilwand mit einem Caddy. Und jetzt wechseln wir mal die Seite. Langsam. Gefühlvoll am Gas und ui, für den Caddy kein Problem. Schließlich hat er auch einen Unterfahrschutz. Nicht nur einen angedeuteten, das ist ein richtiger. Jetzt nochmal hier an die Wand. Ui, oh, ja. Krass. Fühlt sich an wie ein Geländewagen, ist aber ein Caddy. Einstiegspreis etwas über 24.000 Euro für das Alltrack-Modell mit 84 PS Benziner. Der Caddy Alltrack hat seinem Namen alle Ehre gemacht und auf jedem Untergrund bestanden. Allerdings kostet er auch ziemlich viel Geld. 36.000 Euro sind für den Caddy mit 150 PS Diesel und Allradantrieb fällig. Das ist eine ganze Menge. So viel kostet auch ein Touran in der höchsten Ausstattung. Deswegen denke ich, dass man die Alltrack-Version eher selten im Straßenverkehr sehen wird, aber vielleicht ja im Gelände oder auf den Bergen, im Wald, wer weiß. Der Caddy Alltrack, bereit für kleine Abenteuer. Doch im Wald dürfte er meist ganz alleine sein. Sie sind immer mehr Lifestyle-Objekte.
Kompakte SUVs mit poppigen Designelementen und in knalligen Farben. Neuester Vertreter aus Rüsselsheim, der Opel Mokka.